Wir hatten mal den Fall, dass wir Verdacht auf Cholera hatten in einem der Lager, einfach wegen mangelnder Hygiene. Und da wurde es dann relativ schnell auch geholfen. Und ich glaube, diese Verbindung, die wir dort gemacht haben, diese Kontakte, die wir dort geknüpft haben, die haben uns auch später sehr viel geholfen. Letztendlich dahin, dass wir eben auch diesen Beraterstatus dann als Hilfsorganisation bei der UN bekommen haben. Und wie ist das? Ich meine, so ein Erdbeben hat ja mehrere Ausprägungen. Da gibt es einmal die Ballungsgebiete, aber auch die abgeschiedenen kleineren Orte. Wird da gesagt, ja, ihr seid die kleinere Hilfsorganisation, also geht ihr in die kleineren Orte? Oder wie wird das, kann man das nicht so pauschal sagen? Nee, also ich denke, das war nicht. Als wir am Anfang in dem Gebiet angekommen sind, also für uns war das nicht relevant, weil wir relativ schnell ein ziemlich großes Gebiet sozusagen versucht haben zu unterstützen, sowohl wir an Großstädten unser Hauptquartier hatten und haben unmittelbar innerhalb dieses Großstadts drei unterschiedliche Stellen Hauptquartiere gehabt, die ihre unmittelbare Gegend automatisch versorgt haben. Zudem hatten wir auch mobile Teams, nochmal auf die Frage zurückzukommen, die explizit darauf Wert gelegt haben, die Hilfe dorthin zu schicken, wo wirklich im Moment Hilfe nicht ankommt. Auch die Regierung es nicht schafft, weil denn einfach die Ressourcen nicht da sind, die Hilfe an einem bestimmten Punkt zu bringen, wo die Menschen wirklich noch zum Beispiel seit 10 Tagen nicht mal frisches Wasser zu Gesicht bekommen haben. Oder ein Arzt es geschafft hat, selbst nicht mal ein Arzt, sondern ein qualifizierter Helfer, sage ich mal einfach, ein Sanitäter, der medizinischen Background hat und versucht hat, dort zu gehen und die Menschen dort mit ihren Wundversorgung zu machen. Ja. Und wir hatten das eben halt, diesen Konzept dort, dass wir sowohl stationär waren und Teil unserer Leute, Fachkräfte, so darunter Ärzte, Krankenschwestern, Sanitäter, psychologische Betreuung ebenfalls dabei gewesen, dass sie versucht haben, wirklich in den großen Berggebieten zu gehen. Teilweise sind wir bis zu 4000 Meter Höhe gegangen, wo wir wirklich an Luft schnappen mussten, tatsächlich mit unseren schweren Rucksäcken auf dem Rücken. Wir mussten auf gefährlichsten Wegen unterschauen können. Also ich erinnere mich an einem Weg, da war wirklich so viel Platz, dass man habe nur mit einem Fuß sozusagen darauf platzieren können. Und darunter hat man geguckt und dann man hat den Boden nicht gesehen. Erstens unten war neblig und zweitens war es schon so tief, das war ursprünglich eine Straße gewesen, die an der Stelle sozusagen in den Abgrund runtergefallen war. Und da hat dann wirklich einen geschauert. Ja. Also das ist ein Moment, wo wirklich sagen, ja, okay, ich sehe ein, warum sozusagen das Gebiet, das hinter diesem Teil liegt, nicht bis jetzt erreicht wurde, weil die Menschen sich nicht trauen, die Hilfe nicht da ist, Traktoren das nicht schaffen, bis dahin zu kommen, weil vorher erstmal 5 Meilen vorher erstmal ein Loch verstopft werden muss, damit ein Bulldozer oder ein Traktor erstmal über die Sache rüber kann, damit er die später die Sachen, die danach liegenden Schäden versorgen kann. Aber da wir so Fuß unterwegs waren, also wir gingen so weit es ging mit mobilen Sachen, also wie Auto, Jeeps und so weiter und so fort. Und danach sind wir einfach so Fuß mit unserem Equipment, das wir in unseren Rucksäcken geladen haben. Es waren 10, 15 Leute einfach in diesen abgelegenen Gebieten gegangen und haben mit Hilfe Gottes versucht, unser Bestes zu tun. Also es war, also um nochmal ein Beispiel zu geben, die Zusammenarbeit mit den Hilfsorganisationen. Ich kann mich an ein Beispiel erinnern, dass wir explizit eine Hilfsorganisation unterstützt haben, die genau das getan hat, die eben sich darauf spezialisiert hatte, aus Naturmaterial so Art Baumhäuser zu bauen, Unterstände zu bauen. Und dass wir dann die eben mit Personal unterstützt haben, die dann wirklich in die Berge gingen, versucht hat, den Leuten, denen die Häuser da zusammengefallen waren, eben dann erstmal so eine Notunterkunft aufzubauen, weil das Problem war ja, das war ja im Oktober und der Winter stand vor der Tür. Das heißt, die Leute mussten jetzt gucken, wie sie ohne Häuser sozusagen diesen Winter überleben, der halt, wo es nachts eben doch der sehr, sehr kalt wird, ja. Und das war auch eines der Hauptprobleme. Können Sie vielleicht eine besondere Begebenheit nochmal beschreiben, was Ihnen vielleicht im Positiven oder wie im Negativen dort ja, Einzelschicksale oder Massenschicksale oder was Ihnen da so besonders widerfahren ist, so ist vielleicht. Also es gibt einige Sachen, die ich am eigenen Leibe erlebt habe und mit eigenen Augen gesehen habe.
Weil man kann sich das außerhalb kaum vorstellen. Also ja. Selbst wenn man diesen Film gesehen hat, man sitzt ja hier so im Sicheren, im Trockenen und es ist... Ja, also ich erzähle Ihnen mal einfach eine Aussage von einer Person, die ich in Balakort getroffen habe. Das war am zweiten schlimmsten betroffene Ort gewesen. Wir haben dort eine Person getroffen, die erzählt hat, die in diesem Moment, als Erdbeben kam, wie es dort gewesen ist. Also er sagte, er stand auf der Straße und das war Erdbebenstärke auf Skala, Richterskala, ich glaube 7, 8 und knapp 8 gewesen. Ja. Er meinte, die Erde bzw. der Boden hat so bewegt, wenn man ein Tuch nimmt und es so durch die Luft wirbelt, sodass es Welle einfach vorhanden war. Und man wurde wirklich bis zum 1,5 Meter in Luft geworfen und wieder auf den Boden geworfen. Also in Luft geschleudert und in den Boden geworfen. Und das ging mehrere Minuten lang so, dass er wirklich das Gefühl hatte, dass er so schwankt. Ja. Also, ich habe es selbst ja nicht erlebt. Das sind Sachen, die wirklich, wenn man die Zerstörung dort gesehen hat und diese Aussage miteinander vergleicht, dann wird einem klar, da ist was wirklich Wahres dran. Ja. Nun ist ja so, also wir haben das in Pakistan gesehen, Sie haben vorhin angesprochen, wo noch Hilfe geleistet wird. Warum ist es so wichtig? Also wir können es uns schon vorstellen, aber warum hat Humanity First beschlossen, wir machen so ein Team auf, das sich halt so für den Katastrophen betroffene Menschen sofort hilft? Ja, letztendlich ich denke mal zum Großteil aus den Erfahrungen heraus, die wir in Pakistan gemacht haben, dass es einfach sehr, sehr lange gedauert hat, bis wir bestimmte Dinge bewegen konnten. Zum anderen auch, dass es die in der Koordination auch mit den anderen Ländern, die dort auch waren, also auch von Humanity First International, am Anfang nicht gut lief, das muss man einfach so sagen. Und daraufhin hat man dann eben beschlossen, okay, wir machen jetzt in jedem Land versuchen wir so ein DRT-Team aufzubauen letztendlich. Und jedes Land muss eben gucken, dass er dann sich so ein Lager zulegt, wo sie eben die entsprechenden benötigten Dinge bevorratet. Ja. Ein anderer wichtiger Aspekt, auf den wir noch gar nicht eingegangen sind, der ist auch, dass die Social Skills der Mitarbeiter stimmen müssen. Es ist ja so, dass es nicht einfach ist. Das ist eine Ausnahmesituation. Das heißt auch, dass diese Gruppe in sich, zum Beispiel die dort runtergeht, da sind ja auch Spannungen vorhanden. Es ist ja nicht so, dass die Leute das nicht mitnimmt oder klar, man ist gestresst. Also man muss dann auch gucken, dass man die Personen, diese Gruppe, dass die in sich geschlossen ist, dass es so eine homogene Gruppe ist, die auch dann eine Führungskraft hat und so weiter. Das sind auch dann so viele Dinge, die man da einfach auch beachten muss im Vorhinein. Ja, wen kann ich denn überhaupt mit wem zusammentun, dass sie sich da 2 Wochen verstehen und nicht irgendwie dann plötzlich da einer mal ausflippt sozusagen. Das ist ist auch einmal vorgekommen. Das ist einfach... Ja klar, das sind ja Ausnahmesituationen da unten. Ja, es ist Kriegszustand, ja. Ja. Das sind einfach Gott sei Dank, also mittlerweile treffen wir auf einen Pfad, das nennt man Professionalität. Also wir arbeiten sehr viel im Vorfeld. Ja. Humanity First gibt es ja noch nicht so lange, von daher. Also sind knapp 13 Jahre jetzt, ja, seit es Humanity First gibt. Und unsere Arbeit, die im Vorfeld, unsere Hausaufgaben auf gut Deutsch, sind immer besser, werden immer besser. Und wir sind viel mehr auf Katastrophen vorbereitet als jemals zuvor. Eben auch die Arbeit mit Humanity First International profitieren wir sehr viel. Und unsere Konzepte werden immer besser. Ja. Okay. Ja, du sagst mal Ihnen beiden, wir sind jetzt auch am Ende des ersten Teils der Sendung. Ich möchte auch die Zuschauer nochmal dazu aufrufen, auch wenn wir zu Hause in unseren guten Ländern leben, sage ich mal, man sollte sich immer in Augen behalten, wie schnell durch solche Katastrophen das Haus und Heim von Menschen entrissen werden kann und wie wichtig da halt aktive, also mithelfen oder auch passive Teilnahme in Form von Spenden ist. Ich möchte jetzt zum Ende, werden wir noch einmal Kontaktadresse einblenden und auch Kontonummer, wenn jemand sagen möchte, ich möchte helfen. Man kann auch Mitglied werden von einem Jahresbeitrag von 30 Euro und kann dann, sage ich mal, mehr tun als nur zugucken, sage ich mal. Ich möchte mich bei Ihnen herzlich dafür bedanken, bei Ihnen zwei, dass Sie Rede und Antwort gestanden haben. Und bei Ihnen, liebe Zuschauer, Assalamu alaikum, Friede sei mit Ihnen.
Ja, Alex, ja.